Ja, dann einen schönen guten Abend euch hier in Sulzbrunn und euch zu Hause. Ungewohnterweise ein paar Worte von meiner Seite, und zwar um einen neuen kleinen Themenzyklus einzuläuten. Wir sind ja fertig geworden mit unserer Dienstags-Brahma-Vihara-Reihe. Und da das eine nie endende und auch sehr lohnende Arbeit ist, an den fünf Hindernissen zu knabbern bzw. sie abzubauen. Und wir da einige Werkzeuge noch nicht so ganz ausgeschöpft haben, vielleicht, habe ich mir überlegt, dass wir jetzt die im traditionellen Theravada-Buddhismus, wie ich habe das in Sri Lanka so kennengelernt, die sogenannten vier beschützenden Meditationen mit euch durchzumachen. Das sind alle eben durchaus in den Lehrreden immer wieder auftauchende Hindernisüberwindungsmeditationen, einfach damit euer Werkzeugset vielleicht noch ein bisschen spezifischer wird. Und wir werden das jetzt auch wieder im 2-Wochen-Zyklus, also jetzt nächste Woche bin ich nicht sicher, weil da bin ich dann selber verhindert am Dienstag, dann machen wir es nicht, wie wir das dann überbrücken. Gebe ich euch am Sonntag wie immer schriftlich Bescheid, aber eben im 2-Wochen-Rhythmus und jetzt jeweils mit einer dieser beschützenden Meditationen und eben seiner Präventionswirkung auf das jeweilige Hindernis beschäftigen. Und das Ganze beginnt heute mit dem Überwinden des Hindernisses Sinnlichkeitsinteresse. Und die Gegenmedizin dagegen ist die Körperbetrachtung, also die Betrachtung der Nichtschönheit des Körpers. Und gleich vorweg, dass keine Angst, dass das jetzt eine bittere Pille wird. Bei richtiger Anwendung kann das den Worten des Buddha gemäß uns auch in freudige bis zur Vertiefung sich ausreifende, angenehme Zustände führen. Vielleicht ganz einfach deswegen, weil das erleichternd und ja, eigentlich eine sehr schöne und angenehme Sache ist, wenn wir uns befreien von nicht realistischen Vorstellungen, die wir sonst unserem armen vier Elemente Klotzkörper da immer aufnötigen. Nur wollen wir selber ja auch nicht, wenn wir uns irgendwie was überstülpen, dass wir nicht sind. Ja, aber das Reden kommt ja dann eigentlich im zweiten Teil. Das war nur zur Grundorientierung, damit ihr wisst, was da jetzt geschieht. Also eine Körperbetrachtung zum direkten Bearbeiten, Überwinden des Interesses an Sinnlichkeit. Immer beginnen wir zuerst aber einmal damit, eine generelle somatische Achtsamkeit aufzubauen, über diesen Körper im Ein- und Ausatmen beobachten, ganz in der Gegenwart Körper, direkten Erleben des Körpers, einen Bezugspunkt finden.
Das weltlich orientierte Gebrabbel des Geistes kann allmählich weichen und ein Fokus auf Gegenwart im Körper entstehen. Mal wieder interessant, diesen Übergang zu erleben. Körper als Träger der Sinnesreize, der Jagd nach angenehmen Sinneserfahrungen, dem ganzen mentalen ausgerichtet sein, auf mehr bekommen, auf weniger bekommen, wenn es nicht angenehm ist. Hin zu einem abgekühlten, vernünftigen Erleben der Gegenwart im Körper. Leider nicht heilsame Interesse an Sinnlichkeit umwandeln in ein heilsames Interesse, Dhamma, an Wirklichkeit, sich uns im Körper, in der Gegenwart ganz direkt erschließen kann. Beginnen wir die Körperkontemplation ganz unten an den Füßen, werden dann langsam nach oben arbeiten, machen uns bewusst ganz unten, ganz außen, da wo der Körper für uns sichtbar anfängt, Haut ist.
offensichtliche Tatsache. Den Füßen drauf ist Haut. Würden wir von dieser Haut auf den Füßen behaupten, dass es ein Selbst ist, dass es einen Kern hat, das beständig ist, wenn ich nicht. Es ist ja nur Haut und kein Selbst. Die Haut auf den Unterschenkeln. Eben einfach Haut, kein Selbst. Haut an den Oberschenkeln. Ist eben Haut. Einfach nur Haut, kein Selbst. Der ganze Rumpf ist eingekleidet in Haut. Eben Haut, kein Selbst. Schultern, Oberarme bestehen aus Haut. Aus Haut, aber nicht aus selbst.
Der Arme, die Hände, Haut eingekleidet. Haut, bei der es eigentlich so offensichtlich ist, dass sie kein selbst kein Identifikationsmaterial sein kann. Einfach so eine Außenhülle. Auf der Hals, der Kopf, bestehen auch aus Haut, gerade das Gesicht, das wir ja vielleicht besonders gerne für unser Selbst oder das Selbst anderer halten. Nur mit Haut bedeckt. Bei der wir bei genauer Betrachtung so offensichtlich kein Selbst decken können. Diese Übung dient gar nicht dem Zweck, uns davor zu ekeln oder Haut nicht gut zu finden oder sonst irgendwas Negatives damit anzustellen. Viel lieber möchte ich euch jetzt einladen, diese kontemplierte Haut vor allem natürlich die Identifikation mit Haut ganz allmählich vom Kopf herab bis zu den Füßen von euch abgleiten zu lassen. Eine erleichternde Erlaubnis geben, dass Haut nicht mehr selbst sein muss. Vielleicht spürt ihr, wie dadurch die Last der Körperidentifikation leichter wird. Der Haut keine unrealistischen Konzepte aufgeben, stülpt werden. Gehen wir wieder zurück zu den Füßen. Jetzt
Fleisch aus Muskelmasse aufgebaut sind. Füße, der Schenkel. Fleisch, kein Selbst. In den Oberschenkeln Fleisch, aber kein Selbst. Nur diese weiche Vier-Elemente-Masse der Muskeln. Ganz herum ist eingekleidet. Fleisch, Muskel für Muskel. Selbst freie Körperteile. Schultern, Oberarme, Unterarme, Hände, da ist Fleisch, aber da ist kein Selbst. Ständiges. Nichts, was wirklich Besitz eines Selbst sein kann. Der Hals, der Kopf, das Gesicht. Ganz viele große und kleine Muskelpartien. Erde, Wasser, Feuer, Luft, zusammengesetzte Körperteile. Lückern und selbstlos. Endigen Wandel. Nur Fleisch, kein Selbst.
hier können wir die Schwere einer Selbstvorstellung abfallen lassen, Kopf bis zu den Füßen, das Fleisch kennen, nicht selbsthaftes Phänomen. Entspannenden und erleichternden, angenehmen Effekt dieses Fallenlassens und Loslassens von der Identifikation Fleisch erleben. Den Füßen aufwärts, als nächstes den Beinen, Blutgefäße, Nervenbahnen und so weiter. Alle Organe, wenn das da dazu zählen wollen. Organe kennt selbst. Im Rumpf natürlich die großen Organe der Verdauung, der Atmung, Herzkreislauf, auch die Adern, Nervenbahnen als Tast- und Wärmerezeptoren auch zu den Sinnesorganen gehören. Organe kennt selbst wie eine komplizierte Maschine, Biomaschine, die stumm vor sich hin arbeitet. Eigentlich wirklich nicht für ein Selbsthalten, wenn wir nur zwei Momente über nachdenken. Adern, Lymphgefäße, Nervenbahnen, Armen, Händen, und dann der Hals und natürlich der Kopf, dem ja auch die meisten unserer Sinnesorgane sitzen. Die Körperteile, die Veränderungen der vier Elemente registrieren.
denen wir dann so viele Geschichten von Begehrlichkeiten und Bedrohungen machen. Die ganze Welt der Sinnlichkeitsinteressen. Das beruht auf Organen, die kein Selbst sind, einen Kern haben, aus unpersönlichen Elementen zusammengebastelt sind. Vielleicht merkt ihr, dass es hier mehr geht als nur Körperwahrnehmung. Darum, dass illusionäre Interesse, diese missverstandene Leidenschaft am sinnlichen Erleben zur Ruhe kommen zu lassen. Immer die Schwere der Identifikation mit all diesen Organen von uns abfallen lassen, aber leicht und befreit fühlen. Knochen. Füße, Unterschenkel, Oberschenkel, Knochen, kein Selbst, Rumpf, Becken, Wirbelsäule, Brustkorb, Schultergürtel, Arme und Finger, ganze Skelett, Ansammlung von Knochengebilden. Der Halswirbel, der Schädelknochen und der Kiefer. Knochen kein Selbst. Hier lassen wir den Anspruch auf Ständigkeit, Selbsthaftigkeit an uns abfallen. Führen eine Leichtigkeit, eine Leere, wenn uns bewusst wird. Haut, Fleisch, Organe und Knochen und die Identifikation damit abgefallen sind. Dass es im Körper nichts mehr gibt zum Festhalten. Diese von Sinnlichkeit abgewandte Leichtigkeit diese subtile Freude des Nicht-Identifizierens kann uns mit Leichtigkeit herausführen aus dem starren Versessensein Sinnlichkeit. Würde der ganze Körper aufatmen, weit vom Ballast der Illusion.
in der eigentlich so naheliegenden Erkenntnis, da ist ein Körper, in dem kein Selbst zu finden ist. Wir sehen uns dann in 10 Minuten wieder nach einer kurzen Pause.